Hallo Leute und hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Aufnahme PVZ, heute mit dem Wrestling Star. Und zwar möchte ich euch den, was für ein Set nehmen wir denn? Keine Ahnung, ich würde sagen, wir nehmen mal ein bisschen Diamanten wieder. Funkpunk Diamant, habe ich hier irgendwas? Diamant Diamond, oh. Nein, habe ich nicht. Ich habe nichts cooles Diamantenes. Ja, dann klatschen wir uns eine Digital-Augenklappe ins Gesicht. Komm schon, Diamantbart, ja natürlich, der ist drinnen. Und aus der Kälte. Auf in den Krieg, aus der Kälte ins Warme und damit Wrestling Slar, let's go. Let's go. Go, 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 go. Und heute mit Applausfunktion. Ich feiere mich selber. So, muss im Hintergrund jetzt so ein Klatschen hinlegen. Nee, das Klatschen ist ja von selber schon da und jubeln und alles. Das ist wirklich dabei bei der Klasse, wenn du anvisierst und abvisierst. Zombos auch 934 hab ich gekillt. Komm schon, du scheiß Sonnenblume, so viel Life kannst du nicht haben. Doch das kann sie. Bist du wieder Wissenschaftler? Ich, ja. Meeresbiologe? Ja. Bist du gerade verreckt? Nee. Schade, sonst hätte ich dich verreckt nicht sehen. Aber schau mal, mein Diamantbart und mein Diamanthaarwuchs ist einfach verdammt geil. Ich mag Diamanten. Jetzt bin ich gestorben. Ich habe zwei Leute geholt. Ich capture dabei mal den Garten. Mach das. Es liegen schon wieder so verdammt viele Bohnen. Und MGs, die irgendwo oben campen. Und ich habe den Garten gecaptured. Jetzt mache ich einen Rückzug, weil sonst bin ich gleich tot. Ah, wieder ein Solarstrahl. Auf jeden Fall ist der... Also der Wrestling Star ist auf jeden Fall eine Klasse, die nicht zum Reinspammen gemacht ist, sondern wirklich für den direkten Damage. Niedrige Feuerrate, dafür, desto näher du kommst, desto höher der Damage. Bis zu 24, glaube ich, pro Schuss. Und trotzdem habe ich 200 Leben. Das heißt, wenn man trifft im Nahkampf, ist der geil. Aber im Normalfall treffe ich im Nahkampf mit dieser Klasse irgendwie nicht, keine Ahnung. Das ist eine All-Star-Angewohnheit von mir, sobald sie in den Nahkampf kommt, treffe ich nicht mehr. Da hinten hocken einfach zwei Sonnenblumen im Solarstrahl. Finde ich eher weniger witzig gerade. Da unten kämpft schon wieder ein Kaktus mit seiner halben Armee. Und es kommt ein Maisanschlag direkt auf mich. Boah, dann noch rausgekommen. Alter, ein HP, Mann. Ich habe 128, aber egal. Send hier einen Heilzombie. Der hoffentlich bald sein Heal anwirft. Geil, den Zombie, den er eigentlich heilen würde, der ist gerade einfach explodiert. Scheiß Sonnenblumen. Ey, die haben voll die Sonnenblumen-Army hier. Aber mein Heilzombie captured einfach mal den Garten, ganz gechillt im Alleingang. Und verteilt dabei noch Heilung an alle. Finde ich sehr nett von ihm, muss ich sagen. Ich glaube mal, den Garten haben wir dann auch im ziemlich schnellen Gang eingenommen, nachdem ich ihn halb im Alleingang geholt habe. Alter. Ist klar. Also der Garten ging jetzt dafür für Wohnwagen-Dings eigentlich verdammt schnell, muss ich sagen. Wie nennt die Wohnwagenvorsteller oder so? Ja. Jo, klar, das hat die Sonnenblume hier überlebt. Und es leckt wieder einfach hardcore.
brauche den Heilsammis jetzt. Ich muss demnächst mal wieder Heilsammis kaufen. Das machen wir am Ende der Runde. Ich brauche wieder... Wo waren die dabei? Legends of the Lawn, oder? Ja. Gut, Leute, wir kaufen am Ende dieser Aufnahme wieder Legends of the Lawn Päckchen. Ich brauche Heilsammis. Weil die Dinger sind einfach best. Hier kommt einfach eine Heilzombie-Army gerade rein. Jetzt bin ich natürlich noch verbrannt von der Sonnenblume, die ich da drüben erschossen habe. Eigentlich wollte ich da nur ein bisschen Verwirrung stiften in den gegnerischen Reihen. Hat auch gut funktioniert. Ich glaube, sie waren sehr verwirrt, was das für eine Scheiße war. Da war der Endton, wenn meine Waffe überhitzt, kommt der Gongschlag wie beim Ende eines Boxkampfes. Boah. Und der Wichtkick hat einfach 3 Stück weggeholt. Lol. Nein, Gott, nein, als ich durchgetackelt bin, ist die Wunde explodiert. Das ist bitter. Und ich bin gar nicht so weit oben diesmal, obwohl ich nicht gut spiele. Ich muss aber auch sagen, das ist mein schlechtester Äußer, du bist gefressen, sorry. Naja. Ich werde einfach abgeschossen, ein scheiß Blitterschuss. Ich muss dich wiederbeleben, ich brauche Wiederbelebung. Schaffst du nicht. Ja, okay, doch, du hast mehr Leben. Mich brauche ich hier, ich habe 8 HP. Ja, ich komme. Yo, Premium hier. Chester Mester. Warum ist der hier verreckt? Ich brauche Wiederbelebung. Egal, warum er gestorben ist. Jetzt lebt er wieder. Nein, er ist respawned. Eine halbe Sekunde, bevor ich ihn wiederbelebt hatte. Millisekunde, bevor ich ihn wiederbelebt habe. Verbessere. Mein Wicht hat wieder eingeholt. Mit dem Wicht habe ich schon. Die Sonnenblume wurde aufs Dach hochgeballert. Komm schon, es ist nur eine einzige Pflanze, es ist im Game Garten, das nimmt trotzdem keiner an. Ihr müsst auch einfach mal nur reinrennen und dein Wicht oder so reinballern, dann ist der Garten leer und ihr könnt im Alleingang capturen. Pflanzen campen irgendwo alle hinten. Nein. Oh, die Bohne, die reißt's. Komm schon, ich brauche den Elektrowand hier drüben. Der muss in den Garten spammen. Ach du Scheiße. Komm schon, wir müssen in den Garten. 50 Sekunden, wir haben ihn halb gecaptured. Es wird schon wieder mit einem Mann im Garten gecaptured. Es ist möglich, die Pflanzen sind schlecht. Eigentlich. Die stehen nur alle hinten und campen irgendwo. Vielleicht sollte ich mal weniger auf Kills da hinten gehen, sondern auch mal versuchen, irgendwie im Garten stehen zu bleiben. Ja, ich setze 2 Barrikaden vor mich und es landen einfach 3 Bohnen vor mir und sprengen mich gleich 3-mal in die Luft. Komm schon, jetzt haben wir den Garten. Ja. War auch nötig, dass wir den kriegen. Da sieht man jetzt mal hier, der Damage ist schon ziemlich gut, wenn man im Nahkampf ist. Aber es gibt halt bessere, das ist das Problem bei ihm hier. Es gibt einfach bessere. Weil seine Feuerrate ist halt ziemlich niedrig. Er hat keine großen Fähigkeiten, okay, er hat Jubel. Seine Genauigkeit ist scheiße, weil er einen ziemlichen Drop auf die Distanz hat. Weil sein Schaden auf die Distanz scheiße ist. Hier, 8, 10. Wird halt immer besser, desto näher die Gegner kommen. Das ist sein Vorteil. So, getötet. Das ist der böseste Trick, den man machen kann. Warten, bis der Gegner kurz davor ist, einen zu schnappen und dann Tackling machen, wenn man weiß, er stirbt dabei.
schon heilsam wie heimlich. Ich liebe diese Dinger. Einfach mal 200 Leben hier, naja, nicht ganz 200, aber fast 200 Leben einfach geschenkt bekommen von einem Heilzombie. Ich lenke ihn ab, du musst ihn töten. Ich lenke hier einfach alles ab. Der nächste. Gut, du räumst auf. Nein! Nein, schade. Das ist zu gut gewesen. Schade. Aber ich kann mit dem Ding auch nicht mehr wie ablenken, um ehrlich zu sein. Ich kann mit dem einfach echt nicht spielen. Oh Mann, jetzt habe ich 47 von diesen braunen Manteln mit Kürbis auf dem Kopf. Weil ich in der letzten Folge so viele von diesen Halloween-Packs gekauft habe. Oh Mann, Chester Käse. Mann. Komm schon, mein Wicht rächt mich. Sein Käseschnapper, Geschmacheder, hat mich getötet. Warum liegt hier ein Stachelkraut? Okay, Stachelkraut ist weg. Komm schon, Leute, wir müssen in den beschissenen Garten rein. Ich spawn jetzt. Ich bin doch. Oh. Kürbis-Dings Army. Nein. Achtung, wir haben Schnapper bei dir. Ja, ich bin. Zwei Schnapper bei dir. Der eine kommt angegraben. Lol. Komm schon, der Wichtkick. Yo. Der Kaktus hat einfach 96 Damage nur von dem Wicht bekommen und ihn überlebt. Cool. Warum? Der Ball überleben Kakteen den Wichtkick. Oh, du hast Wichte beschworen. Achtung! Oh. Ich habe ihn aber noch weggeholt. Mein Töter mit seinem scheiß MG, aber er wird wiederbelebt. Also ich mache schon guten Damage. Das Problem ist, ich bin einfach zu langsam von der Feuerrate. Meine Feuerrate müsste einfach verbessert werden. Meiner Meinung nach. Dass ich ein bisschen schneller schieße. Weil das, was ich gerade eben schieße, ist einfach meiner Meinung nach im Vergleich zu den anderen. Okay, er macht mehr Schaden, aber dadurch, dass er so viel langsamer schießt, bringt es keinen wirklich Vorteil. So, wieder einen weggeholt. Okay, den Sonnenblumen da hinten noch einen Wicht geschenkt. Beide ja. Weggeholt. Wir haben das jetzt erobert, Alter. Wir waren zu vier drinnen. Ja. Ich war auch mit drinnen. Wo sind die ganzen Gegner hin? Oh Mann, scheiß MGs. Schon wieder belebt mich, wenn ich dir schon deinen Arsch rette mit meinem Schild. Oh Mann, scheiß so eine Optionsstrahl, Wichser. Ja, die Sonnenblume stellen sich jetzt alle mit Eruptionsstrahlen hin. Und die Kakteen gehen jetzt alle in den Flugmodus. Das ist doch jede Runde dasselbe. Aber ich bin erstmal der Albtraum aller Spieler geworden. Kills ist eigentlich recht gut und ich capture ja auch. Warum bin ich so weit hinten? Das wundert mich jetzt echt. Warum ist der jetzt tot? Komm schon, hau die Wiederbelebung aus, Junge. Ey, der will keine scheiß Heilung hinsetzen, Alter. Kleiner Hurensohn. Nein, kein Maisanschlag. Jetzt kommt schon Wiederbelebung rausgehaut. Während des Maisanschlags. Oh, oh, Schnapper, Schnapper. Komm schon, ich hasse dich, du scheiß Schnapper. Springt hinter uns, schneidet uns alle ein und dann kommt jemand mit dem Eruptionsstrahl. Okay, das Wiederbelebungsgeräusch war auch gerade verbuggt. Kommt schon, ich weiß nicht, alle Schuss und tötet mich, Alter.
Irgendjemand muss die da oben wegräumen. Ich muss da jetzt ein Tackling durchmachen und ein Wicht reinhauen, weil die verkämpfen sich da oben zu gut. Ich muss jetzt den scheiß Golfball mal ignorieren, ansonsten haben wir keine Chance da. Ja. So, oh, wobei, jetzt sind sie alle runtergehüpft. Jetzt sind sie alle runtergehüpft. Das heißt, jetzt einfach durchschieben. Einfach YOLO-Molo-Tactics durchschieben. Zwei Kakteen mit Milchkrieg weggeholt. Checkpoint erreicht, aber wir haben sehr wenig Zeit. Wir haben wirklich sehr wenig Zeit. Ja, aber der kann fast nichts mehr haben. Ja, 23. Aber jetzt geht er wieder MG. Und versucht den Golfball... Ja, schiebt wieder keiner den Golfball. Ich räume alle Gegner vom Golfball weg und keiner schiebt den Golfball. Er steht auf der scheiß Brücke drauf. Leute. Fuck, Alter. So. Ohne Scheiß, solange ich am Golfball nicht bin, schiebt der... Wird der von niemandem geschoben. Ich bin tot. Golfball bleibt stehen. Komm schon, 30 Sekunden, Leute. Die spammen uns einfach voll. Es ist immer noch machbar. Natürlich ist alles, ist auch eine Sekunde machbar. Ja, in der extra Zeit kannst du es quasi komplett durchschieben, aber es ist unwahrscheinlich. Sehr unwahrscheinlich. Weil ja, die so viele wirklich Möglichkeiten haben, alle auf einmal zu töten. Oh nein. Jo, der Schnapper wurde gekillt. Komm schon, jetzt schiebt das Ding durch. Eine Bohne. Vorne. Einer hat überlebt. Die Zombies. Die gespawnten Zombies haben es gemacht. Die fast Zombies. Natürlich, die sind irgendwas ist irgendwie immer hinter mir. Ich hätte die ganze Zeit nur von hinten weggebratzt. War einfach drauf scheißen. Toll, jetzt bin ich unsichtbar. Hab schon Flaggenzombie. Mehr Speed für die Welt. Aber schon, ich muss jetzt runter zu diesem Ball. Ich bin dran, hallo, ich bin dran, hallo, ich stehe doch dran, ey, da liegt meine Leiche jetzt. Junge, ich stand die ganze Zeit an dem Wald dran. Warum haben wir verloren? Also Leute, das gehört eben mal wieder unfair, weil ich war eigentlich am Ball dran, aber okay. Ich hätte es wahrscheinlich auch nicht geschafft, wer hat gesehen, wie schnell ich gestorben bin. Aber ich wäre dran gewesen, das muss man sagen. Ich wäre nochmal dran gewesen. So. Auf jeden Fall, was ist dann auch mit der Folge? Ich muss sagen, der Wrestling Star ist meiner Meinung nach, wenn man auf die All-Stars begrenzt, mit einer der schlechtesten Charaktere. Also, ich finde, ich kann mit allen anderen All-Stars besser spielen als mit ihm. Und darum, Leute, würde ich sagen, packen wir jetzt dann noch einmal Legends of the Lawn Päckchen auf. So zum Abschluss dieser heutigen krassen Folge, wie krass die einfach schon wieder war. Das glaubt ja schon wieder keiner. Voll. Wir haben noch so viele Scheiße, die wir hier freischalten können hier. Wir kriegen dann dauernd irgendwelche Tarnungen und Kacke und so. Und ich möchte es eigentlich schaffen, hier alles zu haben. Das wäre schon ziemlich cool. Wir können ja noch ungefähr 8 Stück von diesen Päckchen öffnen. Aber bevor ich jetzt hier ins nächste Spiel dann reingeworfen werde, würde ich sagen, öffne ich jetzt noch ein Päckchen. Jo, wieder ganz coole Sachen dabei. Und dann gehen wir zurück ins Hauptmenü. Damit wir da noch die weiteren Päckchen öffnen können. Weil in nächster Zeit kommt, soweit ich weiß, auch kein neues Update, beziehungsweise wenn ein neues Update kommt, dann hoffentlich nur ein Patch mit keinen neuen Sachen. Aber wenn sie jetzt schon wieder neue Sachen bringen, dann wird das Ganze eh wieder nur Escalation bringen. Und darum, Leute, würde ich sagen, war's das dann an der Stelle. Ich öffne jetzt für euch nochmal 2 Legend of the Lawn Päckchen, wenn das Dickerladen lädt. Jo. Nochmal ein paar coole Vampir-Zombies absagen und Laserbeans. Vampir-Zombie, Sterne überspringen und lauter coole Sachen. Und damit, Leute, kriegt ihr noch ein Bonus-Päckchen. Damit servus und ciao. Ciao. Ich hab alles, glaube ich. Warte, ich mach noch eins auf. Okay. Nein, ich hab doch noch mal Sachen gekriegt. Komm schon. Ich will doch alles haben.
Ein Päckchen geht noch. Das ist das letzte, habe ich hier kein Geld mehr. Ich habe wieder Heilzombies bekommen. Und ich habe nochmal... Ja, ich glaube, es dauert doch noch ein bisschen, bis ich alle habe. Jetzt habe ich schon wieder eins dazu bekommen. Truppens etwas dazu bekommen. Rush Tower, Aloha. Okay, es gibt noch ganz schön viele coole Sachen. Und damit, Leute, würde ich sagen, sehen wir uns jetzt wirklich das nächste Mal. Servus und ciao. Ciao.